dieser Zeit fing Marshall an, seinen Job zu hassen. Er hasste den Papierkram. Er hasste den Kaffee. Er hasste die versauten Witze. Er hasste alles. Ich muss kündigen. Kündigen bei der GNB? Wieso? Weißt du, ich möchte mehr aus meinem Leben machen, okay? Tja, und die suchen einen Anwalt für Umweltfragen beim National Resources Defense Council. Schon klar, die bezahlen weniger, aber ich würde die Ozeane retten und auch Arten, die bedroht sind. Unglaublich, das Beobachten der Blauwale bringt einem nicht die Butter aufs Brot. Marshall, die Miete kann man nicht bezahlen mit Sit-ins und Anti-Kernkraft-Demos. Baby, ich helfe dir bei deinen Plänen. Tja, dann vergesst mal schön eure Reise nach Spanien, die ihr machen wolltet. Haha, sagt lebwohl zu einer romantischen Gondelfahrt, dem Spachteln einer Bratwurst und dem Besuch der Pyramiden. Anscheinend hast du von Spanien keine Ahnung. Aber eins weiß ich genau, ein Trip dahin kostet eine Menge Leere. Dinero. Dinero? Ich will ein Autogramm. Am nächsten Tag im Büro war Marshall also entschlossen zu kündigen. Doch dann geschah etwas Sonderbares. Plötzlich hasste er den Papierkram nicht mehr. Er hasste den Kaffee nicht mehr. Er hasste nicht mal mehr die versauten Witze. Mit einem Mal gefiel es Marshall bei der GNB. Die rosa Rückblickbrille. Was? Der verklärende Blick zurück wie in der Highschool. 4 Jahre lang rüpelte die Kinder mit den Zahnspangen quälen, selbst wenn die Zahnspangen wieder weg sind und man wieder lachen kann. Und am Abschlusstag kriegst du feuchte Augen, weil dir klar wird, dass du diese Ärsche nie wieder sehen wirst. Genauso ging es mir, als ich mich von Scooby getrennt habe, ihr wisst schon. Oh, der Typ, der quasi ein Hund war? Ich bin noch nie einem so schlechten Küsser begegnet. Aber kaum hatte ich beschlossen, mich von ihm zu trennen, wurde ich wehmütig. Er war ein braver Junge. Ja, sowas kenne ich auch. Immer nachdem ich zum ersten Mal Sex mit einer Frau hatte, will ich sie nie wiedersehen. Und dann denke ich... weg hier. Der Punkt ist, du kannst der rosa Rückblickbrille nicht trauen. Sie ist genauso irreführend wie die Bierbrille, die Brautjungferbrille und die Das-ist-nur-ein-klobiges-altes-Handy-in-seiner-Hosentasche-Brille. Es war wirklich ein Jammer. Du hast recht. Ich kündige morgen bei der GNB. Nein, du darfst morgen nicht kündigen, Marshall. Da hält die Frau mit den riesigen Nippeln wieder ein Seminar über sexuelle Belästigung ab und ich habe den Hausmeister geschmiert, damit er den Raum auf frische 12 Grad unterkühlt. Baby... nach wie vor kannst du auf meine volle Unterstützung bauen. Oh,